Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 21. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du auch dann zu uns sprichst, wenn wir Fehler gemacht haben, und wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt heute zu uns sprichst durch dein Wort im Namen Jesu. Amen. Wir sind erste Mose 20. Abraham hat gerade zugeben müssen, dass er einen Fehler gemacht hat, als er Sarah als seine, nur als seine Schwester ausgegeben hat. In Vers 12 heißt es hier: Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter, und so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr: Das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst: Er ist mein Bruder. Faszinierend. Seit 25 Jahren hatte Abraham immer wieder diesen Fehler gemacht. Er hatte ihn sogar vorgenommen. Und selbst 25 Jahre später, nach all den Erfahrungen mit Gott, kam das immer wieder hoch. Geht es dir auch so mit manchen Dingen, die du mal falsch gemacht hast und die immer und immer wieder kommen? Wie wir sehen werden, kann Gott uns den Sieg auch über diese Dinge geben. Vers 14: Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham und gab, sie ihm, gab ihm seine Frau Sarah zurück. Und Abimelech sprach: Siehe, mein Land steht dir offen, und wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Aber zu Sarah sprach er: Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten, denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen. Um Saras, der Frau Abrahams Willen. Obwohl er einen Fehler gemacht hatte, durfte ja, sollte Abraham für andere beten. Nur weil wir gesündigt haben oder weil wir ähm, uns äh, falsch verhalten haben, weil wir vielleicht Gott nicht so vertraut haben, wie wir es hätten sein tun sollen, heißt das nicht, dass wir nicht für andere beten dürfen, ja, beten sollen. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte. An Sarah, wie er geredet hatte, und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Gott erfüllt sein Wort und zwar zu der Zeit, die Gott vorhergesehen hat und vorhergesagt hat. Wir können uns auf Gott verlassen. Alle menschlichen äh, Methoden und Ideen sind gescheitert in der Geschichte von Abraham, aber Gott stand zu seinem Wort. Er wird auch zu seinem Wort in unserem persönlichen Leben stehen. Und Abraham gab seinem Sohn, den er ihm seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaac. Und Abraham beschnitt Isaak seinen Sohn, als er acht Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Und Sarah sprach Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach Wer hätte das dem Abraham verkündet? Dass Sarah Kinder stellt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe, in seinem Alter. Wenn Gott etwas bewirkt, dann ist das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes scheinbar unglaublich und doch ist es real, weil Gott unser Leben eingreift. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt und Abraham machte ein großes Mal an dem Tag, als isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Gott ist treu und er vergibt alle Sünden. Aber die Folgen unseres Fehlverhaltens können trotzdem unser Leben plagen. Da sprach sie zu Abram, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac. Dieses Wort missfiel Abram sehr um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abram, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Name berufen werden. Wenn wir erst einmal falsche Entscheidungen getroffen haben, werden wir immer wieder in unserem Leben dann schwere Entscheidungen treffen, die unser Herz beschneiden, wie schon in 1. Mose 17 gesehen. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Samen ist. Da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, gab es Hage und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort und sie ging und irrte umher in der Wüste von Beersheba. Abraham musste sich von seiner Heimatstadt trennen, dann von seinem Vater, von seiner Familie, dann von seinem Neffen, jetzt von seinem eigenen Sohn. Gott zu folgen bedeutet manchmal auch schmerzhafte Entscheidungen, auch im engsten Familienkreis treffen zu müssen. Als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch. Und sie ging hin und setzte sich gegenüber einen Bogenschuss weit entfernt, denn er sprach, denn sie sprach: Ich kann das Sterben des Knaben nicht mit ansehen. Und sie saß ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief der Hager vom Himmel herzu und sprach zu ihr: Was ist mit dir, Hager? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da wo er liegt. Hier denkt die Hager, dass ihr Sohn sterben muss, und Gott hört und sieht und ruft vom Himmel. Ja, Jesus selbst, der Engel des Herrn, rief vom Himmel und kümmert sich um Hager. Steh auf, nimm den Knaben und halt ihn fest in deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken, egal wer wir sind, egal ob in welcher Situation wir uns befinden. Wenn wir denken, alles ist vorbei, kümmert sich Gott um uns. Er kümmert sich nicht nur um die großen Glaubenshelden, nicht nur um den Abraham und, den, und die Sarah. Er kümmert sich auch um jede Hager und um jeden Ismael. Ganz egal, was wir verbrochen haben, wenn wir Hilfe brauchen, ist er da. Wenn wir zu ihm schreien, dann hört er uns. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du der Gott bist, der sich um Hager und um Ismael gekümmert hast. Danke, dass du für jeden ein Ohr hast und dass du jeden retten willst. Das danken wir im Namen Jesu. Amen.